herzlich willkommen zum nächsten Workshop in meiner Trauerkartenreihe. Ich freue mich mega, dass ihr dabei seid und habe euch auch heute eine ganz besondere Schatzkiste gepackt. Hier ist gar nicht so viel drin, denn heute geht es um besondere Karten für besondere Menschen. Ihr kennt das sicher auch. Irgendjemand aus eurem Umfeld oder aus dem Umfeld von Freunden oder Familie stirbt, der in seinem Leben besondere Hobbys hatte, sich besonders in einem Verein engagiert hat und dafür auch ganz viel Zeit und Kreativität und Energie geopfert hat. Und für diese Menschen kann man auch ganz spezielle Karten machen. Ich habe mir ein bisschen was ausgedacht, was man machen könnte und habe daraufhin meine Schatzkiste gepackt. In dem Fall ist es aber so, dass es ja immer ein ganz spezieller Mensch ist, ein ganz spezieller Anlass, an den ihr denkt. Und deswegen wird eure Kiste auch ganz speziell gepackt sein. Ich habe mir hier schon mal Sachen mit meinem Lasercutter ausgeschnitten. Dazu gibt es demnächst noch ein tolles Review-Video. Dann habe ich hier einmal die neuen Stanzen von Farbtonpapier und Marina Bastelt. Die sind richtig schön, die habe ich zur Verfügung gestellt bekommen und würde sie euch in diesem Video einmal zeigen. Da haben wir hier stille Umarmung, gute Reise, in stiller Trauer, herzliches Beileid, im Herzen für immer, aufrichtige Anteilnahme, Erinnerung und Unvergessen. Damit werden wir heute auf jeden Fall arbeiten. Und jetzt wird es auch schon speziell für das, was ich mir überlegt habe. Ich habe einen Musikprägefolder von Cuddlebug. Dann habe ich hier einmal, auch was man hier nicht denkt, dass es für Trauerkarten gedacht ist. Ich habe hier einmal Stempel mit Harry Potter Motiven. Die sind einmal von Kindred Stamps. Das sind diese hier von Kindred Stamps. Und diese hier sind von einer italienischen Firma, die heißt Impronte d'Autore. Ich bin nicht sicher, ob man das so ausspricht, an alle, die Italienisch sprechen. Entschuldigt, wenn es nicht richtig war. Aber das sind richtig schöne Motive. Das Set hier heißt Always Believe in Magic. Und das hier heißt You Are Magical. Und dann habe ich hier noch einen Stempel von Kreativdepot mit Karnevalsmotiven. Das ist bei uns der Fasching ist bei uns im Rheinland ein echtes Ding und dazu werde ich heute auch was arbeiten. Das Ganze kombiniere ich natürlich noch mit Trauersprüchen aus meiner Schatzkiste, die sowieso schon gepackt ist. Und wenn ihr jetzt gespannt seid, was daraus für Karten werden, dann bleibt dran. Das sind die Sachen, die ich mir jetzt ausgesucht habe für mein erstes Kartenbeispiel. Ich werde den Karnevalsstempel verwenden, dann einmal hier die Stanze von Farbtonpapier und Marina Bastelt im Herzen für immer, die Narrenkappe, die ich mir schon ausgestanzt habe und eben Grautöne und schwarzes Papier. Und das Erste, was ich mache, ich schneide mir jetzt die ganzen Papiere zu, dass sie auf eine A6-Karte passen und stanze mir einmal im Herzen für immer in diesem dunklen Grauton aus. Der Text ist fertig ausgestanzt und der wird später hier so aufgeklebt werden. Ich habe mich doch umentschieden und habe das helle Grau genommen. Und hier habe ich mir einmal den Stempel, wo Fasching und Karneval steht, in meiner Stempelhilfe montiert. Und ich möchte gerne das schwarze Papier embossen. Und deswegen behandle ich das hier einmal mit meinem Pudertool. Und stemple das Ganze in Versamark. Das Ganze werde ich jetzt einmal embossen und danach noch die Lücken füllen, die entstanden sind. Und als Embossingpulver habe ich mir von Wow das Metallic Platinum in super fein ausgesucht.
Das ist so eine Mischung zwischen Gold und Silber. Und das fülle ich mir jetzt einmal an und dann werden noch die Ränder gefüllt. So sieht mein embosstes Ergebnis jetzt einmal aus und was ich jetzt noch machen werde, ich gehe mit einem Mikrofasertuch drüber, um die Puderreste zu entfernen und dann setzen wir die Karte auch schon zusammen. Als letzten Schritt klebe ich mir die einzelnen Teile auf eine weiße A6-Karte auf und dazu nehme ich zuerst hier mein embosstes Panel. Und klebe das einmal auf. Setze dann mein graues Panel an die Seite. Und klebe jetzt den Spruch für immer im Herzen auf. Und dazu wechsle ich einmal den Kleber in Multimedium Matt, weil der matt auftrocknet und falls so ein bisschen Kleber hier überquillt bei so feinen Buchstaben, sieht man das nachher nicht. Andere Kleber, die trocknen oft glänzend und deswegen sieht man da manchmal so Klebereste, das möchte ich nicht. Deswegen nehme ich Multimedium in einem matten Finish. Als letzten Schritt klebe ich mir jetzt noch die Narrenkappe auf. Die habe ich einmal auf Abstandshalter geklebt und die werde ich mir einmal hier so hin platzieren. Und fertig ist eine Trauerkarte für einen ganz speziellen Menschen, der sein Herz dem Fasching oder dem Karneval verschrieben hat, vielleicht im Verein aktiv war, vielleicht sogar Prinz war oder Prinzessin. Auf jeden Fall eine ganz individuelle Karte für einen ganz individuellen Menschen. Für meine nächste Karte habe ich mir verschiedene Stempel aus den Harry Potter Sachen ausgesucht. Ich habe hier einmal den kleinen Dobby und die Eule Hedwig und aus dem anderen Set schon einmal Dumbledore und den Hut ausgesucht. Wer nicht so beheimatet ist im Harry Potter Universum wie ich, der wird sich jetzt vielleicht fragen, warum ich diese Figuren ausgesucht habe. Und naja, ich möchte hier niemanden spoilern, wer es noch nicht gesehen hat. Deswegen schaut euch das an. Die Figuren spielen eine ganz besondere Rolle. Und deswegen habe ich sie einmal ausgesucht und werde sie jetzt mit der Contour Ink von Hero Arts stempeln und dann kolorieren. Contour Ink deswegen, das ist eine ganz besondere Stempelfarbe, die extra dafür gemacht ist, um No-Line Watercoloring zu machen. Also wenn ich das jetzt aufstemple, wird das ganz seicht sein. Ich werde euch das jetzt hier einmal demonstrieren. Ich stempel mir das einmal auf. Und ihr könnt das kaum sehen. Auch ich sehe das kaum, aber ich sehe es genug, um das zu kolorieren. Und genau das Gleiche mache ich jetzt noch einmal mit den anderen Figuren. Ich werde sie hier einmal aufstempeln. Das ist wirklich so leicht, dass man es so gut wie gar nicht sieht.
Aber später beim Kolorieren wird es einem helfen, die Konturen, diese Farbe reagiert mit Wasser und wird dadurch etwas sichtbarer werden. Und das macht einen richtig schönen Effekt, wenn man die ganzen Sachen hier koloriert. Und es sieht ebenso aus, als wäre es handgemalt und nicht gestempelt. Ich habe mir jetzt hier alles aufgestempelt und fange jetzt das Ganze an zu kolorieren. Dazu habe ich mir einmal die Farben von Victoria Hilbrecht Aquarellfarben ausgesucht und werde aber genauso meine Albrecht Dürer Aquarellstifte nehmen und das Ganze jetzt einmal kolorieren. Dabei mache ich euch ein bisschen Musik an und ihr könnt mir dabei über die Schulter schauen. Ich habe jetzt meine ganzen kleinen Images koloriert und jetzt werde ich die einmal ausschneiden und dann arrangieren wir damit auch schon eine Karte. Ich habe meine Teile fertig ausgeschnitten und Dumbledore bereits aufgeklebt und jetzt werde ich noch Dobby und die kleine Eule Hedwig aufkleben. Sie hätte ich übrigens komplett weiß machen müssen, weil Hedwig ist eigentlich eine Schneeeule, aber ich denke, das kann man auch so erkennen. Von daher ist das jetzt nicht so schlimm. Dann habe ich mir noch Distress Oxide in Scattered Straw ausgesucht und einen Sternenstempel von Schaf Production. Und da
stempel ich jetzt hier in den Hintergrund noch ein paar Sterne. Und als letztes möchte ich noch einen Spruch ergänzen. Und zwar soll der Spruch lauten, der Tod ist nur das nächste Abenteuer. Und den würde ich gerne mit Kalligrafie schreiben. Und deswegen schreibe ich ihn mir jetzt einmal mit Bleistift grob auf meiner Karte vor. Dazu ziehe ich mir einmal eine gerade Linie. Und schreib mir das jetzt einfach hier drauf. Als Stift habe ich mir hier einen Brush Signum Pen Pigment ausgesucht. Und der ist auch noch der ist in der Farbe Sepia und wasserfest. Und damit fahre ich jetzt meinen Spruch einmal nach. Und das Schöne an diesen Stiften ist, man kann damit richtig schöne Kalligrafie-Effekte erzielen. Als letztes radiere ich jetzt hier noch meine Bleistiftlinien weg. Wichtig ist, dass ihr mit dem Bleistift wirklich nur ganz dünn auftragt, wenn ihr euch was vorschreibt. Und fertig ist die nächste wirklich sehr individuelle Karte. Vielleicht für jemanden, der Harry Potter genauso liebt wie ich. Oder für jemanden, dessen Leben magisch war. Oder einfach jemandem, dem man so eine Karte schenken würde. Für meine nächste Karte habe ich mir folgende Sachen ausgesucht. Einmal den Notenhintergrund von Cuddlebug, einen Hintergrundstempel von Charlie und Paulchen aus der neuen Trauerkollektion, das Saxophon, was ich mir vorher schon ausgekartet habe, und einen grauen Hintergrund, genauso wie ein Stück Transparentpapier. Als erstes werde ich jetzt meinen grauen Hintergrund mit dem Prägefolder durch meine Big Shot kurbeln und den Spruch auf das Transparentpapier weiß embossen und dann setzen wir auch schon die Karte zusammen. Mein Stempel ist in der Stempelhilfe montiert und ich stemple auf das Transparentpapier mit Bersamark Stempelfarbe, da ich es ja eben embossen will. Drücke ich mir das hier einmal gut an. Das hat gut funktioniert und das Ganze embosse ich mir jetzt mit weißem Embossingpulver. Dann könnt ihr das auch gleich besser sehen. Das hier ist das Embossingpulver von Wow. Opaque White heißt das in super fein. Damit kann man gerade so Textstempel sehr, sehr gut embossen, weil es eben auch ganz kleine Details aufnimmt. Das wird jetzt einmal angeföhnt. Und wenn ihr mit Transparentpapier arbeitet, so wie ich hier, ihr seht, das rollt sich direkt relativ stark. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, es von beiden Seiten gut anföhnen und den Föhn am besten ein bisschen warm werden lassen im Vorfeld und dann schön gleichmäßig föhnen. Und sobald das Pulver geschmolzen ist, auch die Hitze wegnehmen, weil ihr sonst Gefahr lauft, dass sich das sehr, sehr viel wölbt. Aber so funktioniert das gut. Das hier packen wir jetzt einmal beiseite.
lassen sie ein bisschen auskühlen. Und in der Zwischenzeit kümmern wir uns um den Hintergrund. Der ist bereits embossed und ich habe jetzt hier noch dieses Lusterwachs in Silber. Nehme mir das ein ganz bisschen an meinen Finger. Und ich tupfe mir das hier ein bisschen auf meinen Acrylblock ab. Und gehe ganz vorsichtig über den Notenhintergrund. Ich möchte nur ein bisschen von diesem Silber hier haben, um nicht zu viel auf den Hintergrund aufzutragen. So, reicht mir das schon? Das kann ich jetzt direkt auf meine Grundkarte aufkleben. Als nächsten Schritt nehme ich jetzt hier den embossten Text und ich reiße mir den aus meinem Pergamentpapier aus. Seid vorsichtig, dass ihr den Spruch damit nicht kaputt reißt, aber das Papier lässt sich eigentlich sehr gut reißen. Und wenn so ein bisschen davon dann abgeht, ist auch nicht so schlimm. Und das Erste, was ich jetzt mache, ist hier nur mir hier so in die Mitte von dem Saxophon ein bisschen Kleber aufzutragen, der hier auf meinem Pergamentpapier drauf sein wird. Und zwar würde ich gerne die Worte Liebe, Betroffenheit, Verlust, Stille, die würde ich gerne lesen können und deswegen wird das wohl so aufgeklebt werden. Und jetzt kann ich nämlich immer dort, wo das Pergamentpapier von dem Saxophon verdeckt ist, Kleber auftragen und dann ist es gut festgeklebt und man sieht am Ende kein Kleber durch das Pergamentpapier durch. Den Spruch klebe ich mir so auf, dass es auch so ein bisschen schräg ist. Drück mir das an. Und ich finde es sehr schön, dass das hier so ein bisschen absteht. Und als letzten Clou setze ich jetzt hier noch so ein paar Enamel Dots. Die sind von Charlie und Paulchen. Und ich nehme hier die weißen. Und damit kann ich jetzt auch noch einmal das so ein bisschen festkleben. Hier noch einen weißen. Fertig ist meine Karte für jemanden, der sein Leben der Musik gewidmet hat oder die Musik sehr geliebt hat oder vielleicht auch einfach für einen Menschen, dem man besonders viel Trost spenden möchte oder eine schöne Erinnerung schicken möchte. Für jemanden, der seinen Garten besonders geliebt hat, zeigt euch jetzt die liebe Gisette ein Beispiel. Thank you.
Hier seht ihr jetzt noch einmal meine Beispiele. Spezielle Karten für ganz besondere Menschen. Lasst mich doch unten in den Kommentaren einmal wissen, welche Karte euch am besten gefällt und was euch einfällt, wie könnte man eine Trauerkarte für einen ganz besonderen Menschen gestalten. Ich bin für eure Anregungen dankbar. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und die kleine Glocke aktiviert. Das kostet euch gar nichts, mir bedeutet es sehr, sehr viel und ihr supportet mich und meinen Kanal damit. Ich wünsche euch bis zum nächsten Video alles Liebe und Gute, fühlt euch gedrückt und habt eine schöne und kreative Zeit. Bis dann! Tschüss!